Topfgucker TV empfiehlt. Ja, hoch hinaus ging es bei Jens Pizonka in seiner bisherigen Karriere. Wie kommt denn ein Mann mit so viel geschmackvoller Historie zu so einem Standort hier? Ja, zurück zu den Wurzeln, würde ich sagen. Also unser ganzes Konzept basiert eigentlich auf einer sehr entspannten und sehr geerdeten Gastronomie. Und das ist, glaube ich, jetzt der Trend, der jetzt gerade durch Deutschland schwappt. Ich habe gelesen bei Ihnen, dass Sie nicht belehrend wirken wollen, was den Wein anbelangt, auch den Geschmack. Na, der Gast steht im Vordergrund. Also nicht der Sommelier steht im Vordergrund oder die Weinflasche, die jetzt besonders toll ist, sondern der Gast, wie er sich fühlt, wie sein Tag war, wie sein Tag ist. Und auf was er einfach Lust hat. Natürlich helfen wir ihm gern dabei, aber er soll einfach entscheiden, wo der Weg hingeht, nicht der Gastgeber. Frische Zutaten, das haben wir gerade eben gesehen. Und was wird es heute geben? Wir machen eine Pastinakensuppe mit den frischen Pastinaken. Und dazu gibt es Blutwurst hier vom Bauern. Und das kann man schöne Weine dazu machen, schöne kräftige Weißweine. Pastinake ist hell, deswegen der Weißwein? Nicht nur deswegen. Also gerade diese Cremigkeit von der Pastinake und auch so ein bisschen diese Süße und diese Würzigkeit von der Blutwurst, das finde ich schreit entweder nach so einem kräftigen, reifen Riesling. Und zwar wäre das ein Riesling Slate wie Schiefer. Der Wein ist nicht ganz knochentrocken ausgebaut, hat so ein paar Gramm Restsüße, die aber mit der Zeit sich sehr, sehr schön harmonisieren mit der Säure. Und so haben sie einen ganz, ganz feinen, eleganten, cremigen Riesling. Und diesen Wein kann man auch einfach so in großen Mengen trinken, weil relativ wenig Alkohol liegt so bei 10,5. Das kann man auch 2 Gläser oder 3 Gläser mehr trinken als sonst. In großen Mengen. Er hat nicht viel, nur 10,5 in großen Mengen. Ist nicht viel. Und das wäre jetzt die zweite Variante und auch eine sehr, sehr, sehr schöne natürlich. Einzigacker, Weißburgunder von Jochen Dreißigacker, ein sehr schönes Wortspiel. Der hat jetzt ein bisschen dieses Opulente, ein bisschen mehr Hüften und das würde dann mit der Blutwurst auch gut kommen. Also wenn man sagt, man macht die Suppe dann wirklich mit Blutwurst, dann braucht irgendwas, was dagegen schießt. Und da haben Sie so einen sehr üppigen Wein und dann diese Blutwurst dazu. Das ist eine ganz tolle Kombination. Wir bedanken uns, dass Sie für Topfgucker TV so eine schöne Suppe kredenzt haben und uns so tolle Einblicke gegeben haben. Wir wünschen natürlich weiterhin ganz viel Erfolg und euch allen, wenn ihr hier in der Nähe seid, müsst ihr gucken, dass ihr noch einen Platz kriegt. Aber bestimmt. Ja, sehr zum Wohl mit einem guten Glas deutschen Sekt. Vielen Dank für den Besuch. Wir haben uns sehr gefreut und freuen uns, wie gesagt, auf jeden, der mal reinschaut in die Weinzentrale. Sehr zum Wohl. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de